Hallo. Thank you.
Ja, ich persönlich bin schon ticken enttäuscht. Ich hätte natürlich gerne auch für die Fans die 3 Punkte mitgenommen. Auch das Team natürlich als letztes Spiel in diesem Jahr. Dass uns das natürlich dann nicht gelungen ist, tut ein bisschen weh schon. Aber ich denke, am Ende ist es schon ein gerechtes Ergebnis. C'est génial, bah tu me donnes un maillot. Ah, il est gentil, il me donne un maillot. Ja, wir haben die ersten 15-20 Minuten, denke ich, komplett verschlafen. Sind jetzt wirklich ganz mit unserem Anlaufen reinkommen. Natürlich, wenn man dann, glaube ich, gleich in der 5. Minute das 1-0 kriegt, dann macht das was mit der Mannschaft. Aber wir haben uns super zurückkämpft. Denke, wir haben dann richtig gute zweite 25 Minuten in der ersten Hälfte gespielt. Da haben den Ausgleich gemacht. Denke, wir haben nur Chancen aufs zweite Tor und sind dann, denke ich, so wie wir aufgehört haben in der ersten Halbzeit, wieder rauskommen in der zweiten Halbzeit, das 2-1 gemacht. Und ja, haben dann unsere Konterchancen, denke ich, einfach nicht gut genug ausgespielt. Ja, durch ein unglückliches Tor, glaube ich, einfach Abstimmungsprobleme dann hinten drinnen. Ja, fällt dann das 2-2, sehr bitter für uns. Wir haben uns viel vorgenommen und natürlich daheim, gerade weil wir die letzten Spiele beobachtet, sind wir einfach eine Macht. Ja, heute hat es nicht geklappt, aber ja, wir haben noch eine Chance, jetzt in Frankfurt nochmal 3 Punkte vor der Winterpause zu holen. Über den Sieg hätte ich mich mehr gefreut. Ich habe versucht, ich habe die letzten Wochen hart gearbeitet. Ich habe darauf gewartet, dass der Trainer mich mal einsetzt. Und ich habe heute versucht, mein Bestes zu geben. Das versuche ich jede Woche und habe dann zum Glück 2 Tore vorbereiten können.